Und wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit übrig für die Panel-Situation, die wir ja eigentlich hier wirklich auch noch nutzen möchten. Wir konnten leider erst 10 Minuten später beginnen. Das fehlt uns jetzt natürlich. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem noch eine schöne Diskussion haben. Gibt es Zettel mit Fragen, die jemand von Ihnen notiert hat, dass wir diese wären Sie so nett, die noch einzusammeln? Danke. Bitte nehmen Sie doch hier auch Platz. Wir haben eine Anzahl von Fragen hier direkt zu den Referaten gestellt und wir werden nun einfach das Mikrofon hier rumbieten. Ich setze mich jetzt auch mal dazu und bin gerne bereit, bin gespannt, was unser Rothemdchen hier bringt in Sachen Fragen. Also die Bitte an Sie war, die Fragen, die wir angeschrieben haben, die wir auch sonst nochmal anwerfen könnten, zu beantworten. Das war unsere Bitte an Sie als Auditorium. Das heißt, wir haben versucht, die Aufgaben mal jetzt nicht bloß in die eine Richtung sozusagen zu stellen oder zu bearbeiten, sondern haben uns überlegt gehabt, dass man auch eher Sie mit einer kleinen Aufgabe ausstatten kann. Wir haben jetzt zumindest einen Rückläufer hier. Das ist ja immer ein Anfang. Einen zweiten. Welchen sollen wir zuerst nehmen? Gut. Fehlt jungen Wissenschaftlern wirklich die Medieninformationskompetenz oder setzen sie digitale Medien aus anderen Gründen nur beschränkt ein? Sie tragen die Hauptlast der Lehre. Ja. Ja, also gibt es andere Gründe, warum junge Wissenschaftler keine digitalen Medien einsetzen? Die Vermutung, die hier geäußert wird, ist die Belastung durch die Lehre einfach so groß. Jetzt können wir gucken, ob jemand was dazu sagen kann vor dem Hintergrund der Daten. Also ich kann es jetzt nicht auf die jungen Wissenschaftler beschränken, weil dann müsste ich mein SPSS nochmal anschmeißen. Ich kann aber sagen, dass an vielen Stellen die Frage, warum was genutzt wird und vor allem warum nicht was nicht genutzt wird, war die Anerkennung in den Lehrstühlen. Also die Sache war, nein, wir nutzen AFS als Speichersystem zum Beispiel, wir nutzen keine Dropbox. Warum sollte ich jetzt das benutzen? Ich finde das so toll, die Andrea, die unterstützt uns ein bisschen, indem sie die Daniela Abscheider per Artikel Connect zu uns sendet. Mal grüßen nach Dresden. Also das kann ich von meiner Seite, also die Akzeptanz an den Lehrstunden, die Freiheit in der Toolwahl gehört da auf alle Fälle mit dazu, was ein Grund ist. Die Akzeptanz an den Lehrstunden und die freie Wahl darin, ob man ein Tool sich selber aussuchen kann oder vorgeschrieben bekommt, das gehört mir zu den Gründen, weshalb Social Media nicht eingesetzt wird. I would say using such media or do not use such media, it's related to many factors. If we can just follow the TAM model, technology acceptance model, this TAM model present for us some kind of factors, ease of use, some kind of social aspect as well can be related to such issue, as well usefulness. That means if this tool is useful for me or it's not, this can be as well some kind of factors enhance or just make it more difficult to use it. Ja, ich habe eigentlich auch angeknüpft an der Frage des Alters. Hier bei dieser Frage kam ja der junge Wissenschaftler, wieso benutzt er das nicht? Und ich habe mir überlegt im Laufe des Referats von Dr. Mohammed, wie stark ist dann die Benutzung dieser Social Media auch an die individuelle berufliche Biografie gebunden, an welchem Punkt man sich nämlich da befindet, ob vielleicht tatsächlich bei der Erarbeitung einer Dissertationsschrift die Kommunikation zu einem gewissen Grad wohl nötig ist, aber nicht so sehr stark genutzt wird, weil man
wirklich auch viele Einzeltätigkeiten durchführt, bei denen man durch die Kommunikation auch gestört würde, die man mit Konzentration durchzieht und so weiter. Hingegen stelle ich mir vor, dass man direkt nach der Dissertation eigentlich das größte Interesse daran hat, dass das Produkt auch zur Kenntnis genommen wird, dass es die wissenschaftliche Community interessiert, dass man über die klassischen Vorträge hinaus eben auch auf digitalen Medien diese Inhalte distribuieren kann. Da denke ich, da gibt es dann schon wieder eine andere Haltung dazu. Jetzt hatten wir hier oben eine Frage, ich bringe das gleich mal hoch. Ja, das geht in dieselbe Richtung, denke ich mal, weil für mich ist die Frage, warum fokussiert man so sehr auf die Häufigkeit der Nutzung von sozialen Medien? Das ist ja in dem Sinne kein Selbstzweck, sondern es geht ja darum zu fragen, was nützt das den Leuten? Warum sollten sie es nutzen? Und wenn es ihnen was nützt, warum nutzen sie es nicht so? Das wäre ja eher die Frage und nicht, warum nutzen sie keine sozialen Medien? Also so gesehen ist diese Frage, die du gestellt hast, zitiert, das in gewisser Weise schon berechtigt, finde ich. Ich würde gerne anfangen, damit zu antworten, warum sind wir mit Fragebögen vorgegangen und haben erstmal Häufigkeiten rein deskriptionsstatistisch ermittelt und ausgezählt. Wir wussten einfach schlicht nicht, welche Verbreitung das findet. Und wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen frage, ich selbst bin natürlich ganz anders, dann ist es so, dass sie sagen, nee, Wikipedia in der Lehre ist schlecht oder überhaupt, also das ist unseriös und das geht gar nicht. Und wenn wir dann die Statistik gucken und sehen, okay, über 90% nutzen Wikipedia von den Hochschullehrern, dann denke ich, die Selbstwahrnehmung ist da vielleicht auch ein bisschen trügerisch und es ist nicht so ganz klar, was die Motivation ist. Also insofern waren die für uns die abstrakten Zahlen schon tatsächlich wichtig. Natürlich beantwortet das nicht die Frage, welche Bedeutung das hat. Die weitere Aufklärung, da sind wir sozusagen, das ist der nächste Schritt, da sind wir ja zum Teil auch ein Stück weiter jetzt, aber das ist nur als Begründung dafür, warum wir erstmal auch mit Zahlen, nach Zahlen gesucht haben, weil es gibt keine Statistiken aus dem deutschsprachigen Raum, die da irgendwie erhellend sind. Weil die Zahlen klingen, finde ich, so ein bisschen nach einer Wertung. So und so viel, also kaum jemand nutzt das und das und das ist schlecht. So, das ist so für mich die Frage eben, die dahinter steht. Ja, so, naja, da steckt schon auch ein bisschen Wertung drin, es ist korrekt. Die Frage ist ja auch gewesen, dann in Richtung Bedeutung, wenn die Wissenschaftler das gar nicht nutzen oder Social Media dann nur bei 2% eine Rolle spielt in der Anwendung, sind die so weit hinterher oder sitzen die anderen im Hype auf, die das gerade relevant und schick finden? Weiß nicht, ob. I would say I hope that that I can communicate as well in English. It reflects some kind of to what extent they connect and collaborate. The matter of Web 2.0, it's matter of informal communication than formal communication. Formal communication, it's supposed to have done inside classroom, inside offices, inside formal atmosphere of work. But we are searching as well about informal atmosphere of work, informal communication option and opportunities to see exactly to what extent if people like to communicate directly, obviously inside the work wall, or they know they don't like such kind of atmosphere directly. They go informally, friendly way, probably anonymous as well, to ask some really sensitive questions about some kind of career future and so on. So it's matter as well some kind of it's really important to know informal way of communication. Frequently used as you ask it as well reflect to us to what extent students or PhD students or researcher would like or intend to collaborate to get connected together as well informally. This is as well some kind of extension, not only formal, but as well informal way. And there is some kind of students called defector, that they don't like to ask teacher directly. Really, they feel shame to ask directly. So they go to social media to ask their friends to connect informally to ask about such issue.
this as well should be considered as well in such kind of. So when we ask about such kind of using, it's reflected to us very important factors behind it. Nächste Frage. Darf ich? Soll ich? Also ich fand es sehr aufschlussreich, fand das toll und ich sehe da schon Handlungsbedarf und gerade das, was du gerade ausgeführt hast, dieses da auch sozial zu interagieren, finde ich total wichtig. Gleichzeitig sehe ich aber ein Problem mit dem Begriff Social Media, weil der, glaube ich, zu sehr immer an Facebook und Twitter denken lässt, was ich trotzdem großartig finde, aber was eben sehr negativ besetzt ist. Mir persönlich, wenn es auch um die Chancen geht vielleicht, ich sehe sehr viel in sowas wie als Produkt Google Docs, Etherpads, auch Evernote, alles tolle Produkte, die ich super finde. Und da aber gleichzeitig das Problem, dass wir da die Abhängigkeit haben von kommerziellen Anbietern. Also die Frage wäre eher, wie kommen wir vielleicht in deutscher Wissenschaft oder in Wissenschaft überhaupt dahin, solche Technologien nutzen zu können, ohne immer gleich Angst zu haben, dass irgendwelche Firmen uns ausspähen und Google da tolle Sachen nutzt. Weil da, glaube ich, kann wirklich mit Mehrwert Zusammenarbeit passieren. In einem Google Doc einen Text zu erstellen, ist einfach großartig, gleichzeitig mit Leuten daran zu arbeiten. In Etherpads und so weiter auch, aber das ist halt so verteilt über die Welt und nicht, ja, ich sag mal, offizieller, wissenschaftlicher aufgehängt. Also können wir da hinkommen, ist vielleicht dann noch die Frage. Ja, vielleicht gehen wir das zurück, weil ich glaube, Frieda, hast du jetzt eine Antwort auf diese Frage oder einen Kommentar? Eigentlich wollten wir es doch auch genauso haben. Was mir ganz stark durch den Kopf geht, ist nochmal die Frage nach Vertrauen und Aufmerksamkeit. Also Social Media in der Art und Weise zu verwenden, dass es mir hilft, heißt für mich, ich muss mit Social Media auf die Quellen kommen, die mich eigentlich interessieren und ich muss denen vertrauen können. Also dass, wenn ich was zurückgebe, dass ich auch das zum Beispiel die Sicherheit habe, dass ich es in 2-3 Jahren noch wieder finde und der Dienst dann vielleicht nicht beendet wurde. Das ist ja was, was wir auch gesehen haben, dass Dienste plötzlich weg sind. Und da tue ich mir persönlich noch sehr, sehr schwer, weil Social Media zieht eher meine Aufmerksamkeit in ganz, ganz viele Themen. Auch wenn ich jetzt gerade bei Twitter gucke oder bei Wikipedia, wenn ich von Seite zu Seite gehe, dann werde ich abgelenkt von dem, was ich eigentlich tun will. Das ist mein erstes Problem. Also reduziert es nicht oder fokussiert es mich nicht. Ich komme nicht eher auf das, was relevant ist, sondern ich finde viel mehr. Und das zweite ist eben dieses Vertrauensding. Wie lange wird dieser Dienst bestehen? Von wem kommt der? Da muss ich wieder erst vorher Zeit investieren, um rauszufinden, wer ist die Person, die etwas getwittert hat und wie lange kann ich vermuten, dass dieser Dienst existiert. Also schauen wir uns mal Delicious die Diskussion an. Es war ja im Raum gestanden, dass der Dienst abgeschaltet wird. Oder ganz aktuell, Google Feedreader, nachdem dieser Dienst eingestellt wurde, habe ich jetzt ein massives Problem. Also als Kommentar dazu, dieses Vertrauen, das ist auch aus meinen Daten zumindest insofern rausgesehen, dass die meisten Leute auf den Tools aus ihren Unternehmen, also aus ihren Hochschulen vertrauen. Also die meisten Tools, die die Leute nutzen, sind von den Hochschulen gehostet. Ob das jetzt daran liegt, dass sie einfach dort liegen oder ob sie das frei ausgewählt haben, die Korrelation müsste man auch nochmal prüfen, aber das in der Richtung. Als Kommentar für Google Reader mit Feedly bin ich sehr zufrieden. Ich habe auch keine Frage, sondern eher 2 Ideen. Also der eine Grund kann ich mir gut vorstellen, ist ja auch aus welchem Fachkontext ich komme und was ich beforsche und ob ich diese Daten überhaupt irgendwo preisgeben darf. Also wenn ich jetzt im Ingenieurbereich denke und in den Naturwissenschaften, da ist es ja auch häufig noch die Frage, dass ich der Erstpublikation und da ist es dann eventuell auch durchaus heikel, die Ergebnisse zu publizieren. Das ändert sich auch, also die Basisdaten werden ja auch immer mehr veröffentlicht. Und das ist jetzt der zweite Punkt. Ich bin verheiratet mit einem Projektmanager von großen Drittmittelprojekten im südlichen Afrika. Da ist Kooperation per se, dass mehrere deutsche Hochschulen mit
Hochschulen und Wissenschaftlern im südlichen Afrika in 5 verschiedenen Ländern. Ein Riesenprojekt, das macht er seit 9 Jahren, verheiratet mit der E-Learning-Koordinatorin der Uni Hamburg. Es ist so viel einfacher, zum Telefon zu greifen, also Hauptwerkzeug, Telefon und E-Mail. Ab und zu haben sie schon mal was über Connect gemacht, weil ich das reingebracht habe, aber die ganzen anderen Tools sind für diese Leute immer noch zu exotisch und dann kommt noch dazu, dass dann manchmal die Bandbreiten wieder im südlichen Afrika nicht ausreichen. Die Jüngeren in den Teams, auch dann die Doktoranden und so, die benutzen dann noch viel Skype, vielleicht auch nochmal andere gemeinsame Tools, aber gerade, also es ist im biologischen Kontext, im naturwissenschaftlichen Kontext, die kennen diese ganzen Tools meistens gar nicht so intensiv wie jetzt wir aus der GMW-Sicht oder aus den Erziehungswissenschaftlern. Also da ist auch immer noch eine große Wissenslücke und darum eben auch dann noch das, gut, Word 97 finde ich schon ein bisschen heftig alt, aber da dominieren dann die Office-Tools, die kennt man, damit wächst man dann gewissermaßen auf. Und das sind, glaube ich, die beiden Aspekte, also Geheimhaltung von dem, was ich da erforsche und Unwissenheit von den Tools, die man eigentlich nutzen könnte. Vielen Dank, Angela Betz, für diesen Beitrag. Auch, dass du über die Social Media hinaus weißt, finde ich eigentlich wichtig, weil wir diskutieren ja hier auch noch genereller eigentlich diese Kompetenzen. Ich habe nur gesehen, dass unser Auditorium etwas bröckelt. Ich möchte eine wichtige Mitteilung noch schnell machen, nämlich, dass es in der Mensa kein Mittagessen gibt heute, sondern draußen im Foyer sind dann Brötchen für Sie parat und ein kleiner Imbiss. Das ist mir noch aufgetragen worden, Ihnen zu sagen. Und ich nehme aber gerne, ich gebe das Mikrofon gerne noch weiter. Wem denn? Die Frau Bescheider möchte was sagen und ich möchte kurz, weil ich das Mikro immer habe, der Anne noch mal antworten. Zu der Anmerkung von dem Reviewer, die habe ich durchaus benickt, als ich die gelesen habe. Ich habe gesagt, ja, genau das geben die Daten her. Soll man denn das denn so jetzt weiterverfolgen? Und habe mir sehr, also lange überlegt, wenn ich jetzt eine Antwort geben müsste, was würde ich antworten? Und gerade hier auf der Tagung habe ich an vielen Stellen gesehen, wenn von MOOCs die Rede ist, von Sachen, die man von Experten lernen kann, von hochgradigen Universitäten, wenn man dann sagt, okay, ich nutze jetzt aber keine Social Media Tools, dann bin ich ausgeschlossen. Also in dem Fall, wenn die Social-Media-Tools nicht genutzt werden, ist es ein Stück weit von Ausschluss. Die Frage ist, ob man einen anderen Weg finden muss, um vielleicht solche Sachen zu vertreiben oder zu sagen, ich muss vielleicht Wege finden, daran teilzunehmen, ohne dass ich da selber partizipiere. Aber ich fand an vielen Stellen, dass sich Beschäftigen mit der ganzen Geschichte sehr wichtig trotzdem. Also ich profitiere sehr viel davon, ich glaube, es ist kein Geheimnis. Und das Ganze weiter zu verfolgen, halte ich für wichtig. Und jetzt gebe ich der Daniela das Wort. Genau, die Daniela Bescheider hat mir hier über den Chat von Connect nochmal geschrieben, dass ich da nochmal eine Frage oder einen Aspekt mit reingeben soll, der sich auf den Beitrag von Angela Petz bezieht, nämlich einfach auch, wie die Tätigkeitsfelder und Fachkulturen sich untereinander unterscheiden. Vielleicht könnt ihr dazu noch kurz was sagen, weil das im Vortrag vielleicht nicht ganz so rausgekommen ist, wie die fachspezifischen Unterschiede sind. Das ist das Fitnessprogramm heute. Auf jeden Fall ist das ganz ein wichtiger Aspekt, die verschiedenen Fachkulturen. Wir haben ja stark diskussionsorientierte Kompetenzen, sagen wir mal bei Rechtswissenschaften oder so, die argumentieren lernen, die viel über Kommunikation arbeiten. Wir haben zum Beispiel Architekten oder andere Leute, die in so Simulationen sind, wo sie Projektgespräche führen mit Auftraggebern und so weiter. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass man dort eben die Tools viel mehr einsetzen möchte, wenn solche Begegnungen, sagen wir mal, von verschiedenen Orten her stattfinden. Hingegen ist es vielleicht für einen Sozialwissenschaftler, der
Daten auswertet, natürlich nahelegend, sein Statistikprogramm zu benutzen und in diesem Sinne zu arbeiten, oder die Mediziner mit ihren bildgebenden Verfahren, die dort sehr zentral sind, und dazu noch der Datenschutz kommt, wo die Patienten geschützt werden müssen. Das beeinflusst dieses Kommunikationsverhalten natürlich sehr stark. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man berücksichtigt, in welchen Kontexten, in welchen wissenschaftlichen Disziplinen die Akademiker aktiv sind, um dann eine Bewertung abzugeben. I would like as well to continue this conversation. The point is, in terms of disciplines, some disciplines use some kind of figures and the picture a lot. When you read scientific paper, you can observe this observation. And I have read one paper, they iterated this kind of figures as second language. They said it's not only English is international language for scientists, but as well figures and pictures. Could you imagine this? And this term is of communication as well. And this term is of disciplines as well. Some disciplines use a lot of figures out, like physics, like medicine. Surgery and so on. We are as well in social science using some kind of statistics data and so on. This as well considered as a communication language. This is parallel language with English and German and so on. As well, this is play important role for communication as well. In terms of trust as well, the most important communication has been done between human beings is face to face. When we are using such kind of tools, we are looking forward which tool can give us a similar situation. If we are looking about phone, if I'm calling professor in Germany here, if I'm writing email to professor here, he would like to hear from me by phone, to make sure that if I'm in Germany or outside of Germany, for example. And this kind as well, that is all tools integrated to each other. Some tools give high level of trust, and such tool give an alternative way of communication, not only face-to-face by writing. Some tools give mimic language, body language, and this is important for communication. Some tools cannot give this kind of. So, my question is, what is your package? If it can be said like this, what's your package of media, what you are using in every day? This package enhance your communication for everyday life. It's not only one or two media, but I called it package. Ja, meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr für Ihre Beiträge und wir möchten Sie nicht weiter abhalten, davon zum Mittagessen zu gehen. Wir sind sehr froh um Ihre Anregungen. Wir hoffen auch, dass Sie etwas mitnehmen, dass Sie vielleicht selber jetzt auch über die Person der Akademikerin, des Akademikers als integrative Figur für Forschung und Lehre auf diese Bereiche blicken, damit wir auch in Zukunft mit den digitalen Medien viel Mehrwert erzielen. Und ich bedanke mich also nochmals ganz herzlich und ich denke, wir schließen hier das Panel. Danke auch den Kolleginnen und Kollegen.